Hallo Leute, hier ist wieder Björn, aka Schweinshaxe. Und ich spiele hier mal wieder Skyrim. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss mal kurz schauen. Ah ja, ich muss nach Weißlauf, also. Ich rede aber vorerst. Hast du wirklich einen Drachen gesehen? Ja, habe ich. Okay, abgestellt. Okay. Sonstiges. Ah, Leder. Cool. Und noch mehr Leder. Nice. Und jetzt? Papa sagt, dass ich zu nett zu. Okay. Bin. Eisenhelm geht also nicht. Zu sein. Cool. Mein Vater ist Alvor. Ja, aber die. Ich das sind alle. Nehmt euch, was ihr braucht. Jo, mach ich. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Eisen. Kann ich da was machen? Nee, oder? Ach so, aha. Okay, Schmuck. Holy shit, wer summt das? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Jo, danke. Drin, drin. Mal schauen, ob da. Ui. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Okay. Fühlt euch wie? Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Ja, das stimmt. Arme Leute da. Na gut. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich habe hier jetzt nicht mehr viel zu tun. Gehen wir mal wieder raus. Drin, was steht hier? Sleeping Giant. Das ist bestimmt ein, ja, schlafender Riese. Das ist bestimmt, ja, eine Gaststätte. Yeah. Cool. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Das nicht zu tun. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote. What the fuck? Weißlauf geritten von Rorikstad Stamm. Großreden fang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch Silbert der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Ja, gehen wir mal lieber nach Weißlauf am besten, oder? Ich weiß ja nicht, hier gibt's eigentlich. Was gibt's hier noch so? Gibt's hier noch was? Gib mir ein Humpenbier. Komm sofort. Oh, ich liebe die Musik. Aber gehen wir mal wieder raus und gehen nach Weißlauf. Weißlauf, das klingt für mich etwas nach. Ich will es gar nicht laut sagen. Bin drin, den Weg sind wir ja schon gelaufen. Und ich komme immer noch nicht aus dem Staunen raus, ey. Ohne Witz. Ich bin nach Weißlauf. White Run, das ist es. Oh yes. Ich liebe es. Naja. Gestern die. Der Dungeon war ja echt schon. Der war echt geil. Oh oh, Hirsch, Hirsch. Ein glitschender Hirsch. Nein, ich will. Doch meinen Langbogen. Was haben wir hier? Ein Hase? Rennen wir nicht weg? Ach Mist. Wow.
Wow. Wolf oder ähnliches. Hyäne. Oh Gott. Ach, ich bin einfach blöd. Ich bin einfach schlecht im Pfeil und Bogen. Trotzdem will ich irgendwie Jäger werden. Naja. Wow. Oh, einfach nur geil designt. Einfach nur alles. Ich kann nicht genug schwärmen und ich höre hell Wölfe. Oh oh. Oh oh. Ja. Aua. Bats. In your face. Ja, folgen wir mal den Weg weiter. Ein Baumstumpf. Alles Mögliche hier. Das ist alles echt einfach nur hammer designed. Ah, und das scheint Weißlauf zu sein. Ui. Wow. Ich kann nicht oft genug wow sagen. Ne, ehrlich, also. Boah. Einfach nur geil. Und was läuft da? Ich hoffe, die sind mir nicht böse gesinnt. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Wow, was macht ihr? Ja, hol deine Fackel raus, wenn es regnet. Was macht ihr denn? So, was hat er euch getan? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Oh, das ist der Sturmmantel. Oh. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Kaiserliche Angelegenheit. Ja, ist okay. Geht weiter. Ich warne euch bloß. Ich tendiere ja zu den Sturmmänteln. Honigbrauerei. Das klingt nach Matt. Med, ich brauch Med. Und es gibt keinen Eingang einfach, weißt du? Ah, aber was zum Sammeln. Schön. Und sonst? Oh, es gibt doch einen Eingang. Einen Eingang. Schön. Oh, ich liebe die Musik. Hui, sieht nett aus. Uiuiui. Servus. Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Honigbräu-Brauerei. Werft einen Blick darauf. Sabjorn. Oh, sorry. Werft einen Blick darauf. Ja, werde ich tun. Essen. Ja, essen. Werft einen Blick darauf. Ja, will ich ja. Essen. Ach komm. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabjorn. Wenn nicht, schert euch davon. Okay, okay. Sehr gut. Mensch, Mensch. Unnett. Sehr unnett. Ich gehe einfach mal weiter und es regnet. Zum ersten Mal regnet es, glaube ich. Wow. Einfach nur geil. Die Geräuschkulisse ist einfach nur. Ich kann nicht genug schwärmen. Eieiei. Eine Mühle. Was gibt's hier? Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Naja, das wow. Habe ich erledigt. Und das haben wir nicht euch. Ich habe alles versucht.
Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Alter. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Okay. Ihr seid nicht von hier, was? Nein, bin ich nicht. Noch nie von dem Gefährten gehört? Nein, auch nicht. Ein Orden von Kriegern. Wir okay. sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Ehre. Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. So. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kotlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Jorvaska. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Danke. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet eingeführt. Riese. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Sauer. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Okay. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Cool. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Aha, okay. Kotlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Okay. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Alles klar. Hab's verstanden. Ja, auf zur Feste. Oder Weißlauf. Außenansicht ist auch voll cool, finde ich. So. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Stelle von Weißlauf. Hey, hey, hey. Was hier wohl hingeht. Auf jeden Fall sieht es einfach nur genial aus. Hier zum Beispiel einfach nur. Boah, ich kann nicht genug schwärmen. Einfach. Hui. Hui. Und there we go. Weißlauf, oder? Ja. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Okay. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Oh. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ja, so einfach geht es. Okay. Oh, hier ist es laggy. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Oh, ist echt laggy. Ich kann so eine große jetzt geht's wieder. Nicht einfach alleine erfüllen. Sehr schön. Und ich habe so das Gefühl, jeder will hier was von mir, will hier Aufgaben für mich. Ah, und da ist die Drachenfeste. Zit. Noch ein Hüpfer? Ja. Hey. Und man kann schwimmen. Ja. Schöner Sprung. Solid. Wow. Geil. Geil. Einfach nur geil. Oh yeah. Normalerweise erwartet man ja, dass die Pfeile hier aus Marmor oder was weiß ich, Stein sind. Aber nein, sie sind aus Holz. Echte Wikinger halt. Was soll ich sonst machen? Ja,
gar nichts? Mein Herr, bitte. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir anfangen. Entschuldigung. Und wer ist das? Oh, warum? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Okay. Nun erzählt. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Alles klar. Kommt. Nice. Ihr wart also in Helgen. Ja, war ich. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Oh ja. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Kriminelle Vergangenheit? Es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Okay. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Ja. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Ja, bitte. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt ja. und mein Volk abschlachtet. Richtig so. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. So ein Sack. Ich muss mal kurz Untertitel anschalten. Audio meistens. Nein. Einstellungen, Gameplay, Cursor-Empfindlichkeit, Vibration, schwebende Marker, Speichern beim Rasten, beim Warten, Speichern im Menü. Gibt's keine Untertitel? Anzeige, HUD, Lichter, Fadenkreuz, Dialog-Untertitel. Sonstige Untertitel auch an. Ich mag Untertitel. Finde ich schön. Okay. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay. Was habe ich jetzt gekriegt? Objekte, Bekleidung. Das lege ich jetzt auch mal an, auf jeden Fall. Fellrüstung habe ich. Und die kaiserliche Rüstung. Moment, vielleicht steht mit dem Questlog was. Nur eine Klaue. Habe ich. Okay. Wenn ich mich auf den Thron setzen würde. Waffen. Nordpfeil, Nordzweihänder. Das müsste es ja eigentlich sein, die Rüstung, oder? Eigentlich schon. Okay, wie sehe ich jetzt aus? Oh yeah, badass! Ziemlich badass. Holy shit. Das sieht genauso gruselig aus wie die TUS. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben.
Ja. Ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Okay, und das wäre? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Na super. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die... Ja, die habe ich schon. ...liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Glaube ich. Die Tafel liegt ja, doch, die in der ich. Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Habe ich. Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturzhügelgrab. Yeah. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die...